Versuch. Gute Fußparade hier von Benito Rehling. Stark reagiert. Ist jetzt sicherlich auch gerade für die Mühlengrasauswahl eine ganz ungewöhnliche Uhrzeit. Biorhythmus erstmal hochfahren, schnell wach werden, gut reinkommen. Es gab natürlich in der Halle auch andere Thesen. Gestern ja erst ganz viel Schatten bei den Mühlis und dann eine Menge Licht. Und würde man diesen Rhythmus fortsetzen, wäre jetzt das Schattenspiel dran. Erste Möglichkeit für die Kölner. Und dann im Achtelfinale wieder Licht. Und ich glaube, da hätten die wenigsten Fans was gegen. Und der Ballgewinn jetzt hier. Die erste Möglichkeit für Luis Elsner. Pfosten, Nachschussmöglichkeit. Abgewehrt. Fabio Podmelle scheiterte da und wieder auf der Linie geklärt. Köln verteidigt das da mit allem, was sie haben. Podmelle zum dritten gescheitert. Die Kölner jetzt Ballgewinn, Umschaltverhalten. Es geht direkt nach vorne. 1 gegen 1 gewonnen. Viel Tempo, viel Dynamik, wieder Fuß. Abwehr, Benito Rehling. Das Versuch hier von Luis Müller. Im ersten FC Köln, der Top-Torjäger der Kölner in der Liga mit 10 Treffern. Hat ein bisschen viel Platz. Und wieder ist es Rehling. Der ist gleich wach. Das Eckball Köln und dann der Wechsel, das war nicht gut gemacht. Jetzt müsste Henry Matta gewesen sein für die Kölner. Also es gab das Eckball für die Kölner, in dem Moment wechselten die Mühlis und da war die Deckung quasi komplett aufgehoben. Minuten gespielt. Also es ist hier. Gutes Anspiel hier in die Tiefe. Für die Mühlis. Wir grüßen natürlich auch alle Zuschauer aus Köln. Man mag es uns nachsehen, dass wir die Neutralität ein Stück verlassen. Das ist natürlich unser Lokalmatador. Das sind die Underdogs hier. Wir stehen aus Bezirksligisten, teilweise auch Kreisligaspielern. Der SFC Köln, Tabellenführer in der Mittelrheinliga. Also ein ganz anderes Kaliber. Und hier wieder mit dem guten Abschluss von Noah Katterbach. Natürlich gönnen wir auch den Kölnern jeden Erfolg hier bei diesem Turnier. Haben das Turnier noch nie gewonnen in ihrer Geschichte. Der Abschluss geht vorbei. 16. Teilnahme, 2 Finalteilnahmen. Noch kein Sieg. Und jetzt der Abschluss. Can Bozdogan, Kapitän und erweiterter U16-Nationalspieler. Verdiente Führung für die Rheinländer. Benito Rehling, der sicherlich jetzt heute Morgen den stärksten Eindruck hinterlässt bei der Mühlenpassauswahl. Thank you.
versuchen, hier links. Simon Kunz hier mit dem Versuch und bekommt den Freistoßpfiff. Rüdi Kana besteht ja aus 12 Spielern. Was für ein Tor! Idris Hatzimi. Freistoß abgelegt in Pfosten rein. 1:2, die Mülis wieder im Geschäft. Also Mülis bestehen aus 12 Spielern. Größter Block, das haben wir gestern vorgestellt. 6 Spieler. Von Eidinghausen Erste dabei. Viermal Preußen Espelkamp, einmal Dutzen, einmal Lohr. Jetzt der nächste Ballgewinn. Gut rüber gespielt. Pfosten! Simon Kunz mit dem Abschlussversuch. Tilo Stallmann, gestern einen guten Eindruck hinterlassen hat. Stallmann, auch Spieler des SV Eidinghausen Werste, der Tabellenzweite der Bezirksliga mit 27 Punkten, sind da immer noch mittendrin im Aufstieg drin. Yes. Spielkontrolle bedacht sind. Jetzt gutes Anspiel in die Tiefe. Super abgelegt der Ball. Ist immer wieder ein Mittel, was die Kölner wählen, einen Spieler tief zu stellen, der den Ball dann behauptet und immer wieder ablegt. Mit die Anfall sie natürlich selber dreht und abschließt. Wieder eine typische Rautenformation. Ein wunderschöner Versuch hier mit der Hacke. Wieder von Noah Katterbach. Wie gesagt, er weiß auch im Feld, wo das Tor steht. Also noch ein Tor für die Mühlis und dann wäre auf jeden Fall Tabellendritter. Hätte sogar die Chance, die Runde als Gruppenzweiter abzuschließen. Nämlich dann, wenn im Nachfolgespiel der FC Bayern München Borussia Dortmund schlägt. Denn das wird die nächste Partie, der deutsche Klassiko.
Anspiel in die Tiefe, Ball behauptet, abgelegt. Nochmal gespielt auf Katterbach. Köln macht das jetzt ordentlich. Keine unnötigen Abschlüsse, viel Ballkontrolle. Letzter Abschlussversuch. Erstmal für die Kölner, da vier Leben, ein Tor, das wird der Lupfer und Rehling. Hellwach. Und dann ist aber ja chancenlos, das war Robert Woloda, der da am langen Pfosten steht und den Ball anschiebt. 3-1 für die Kölner. Zwei Minuten sind es noch in dieser Auftaktpartie heute Morgen. Wieder Rehling. Jetzt war der Ball in die Tiefe gespielt. Abgelegt. Atemi mit dem Abschlussversuch. Links verzogen. Die Kölner ja in ihrer Nachwuchsabteilung ganz, ganz viele bekannte Namen eingebaut. Patrick Helm ist Co-Trainer der U21. Kevin McKenna ist Co-Trainer der U19. Markus Braun in der U17 mit aktiv. Carsten Pullmann, Kölner Kultfigur, Chefcoach der U15. Also auch hier die Identifikation, die Weitergabe der Nachwuchsprofis auf jeden Fall gegeben. So, jetzt ein zweiter Freistoßtreffer und wir bekommen eine gute letzte Minute. Da ist Rotschogan zu früh rausgelaufen, sieht hier die gelbe Karte. Kein Verständnis dafür, hält sich leicht in Grenzen. Abschlussversuch jetzt. Die Mühle ist aber geblockt. Und wir gehen in diesem Moment die letzten 60 Sekunden der Partie. Ah, Treffer zählt nicht. Der Ball sprang von einem Zuschauer. Ein Ersatzspieler an der Bande wieder ins Feld. Ball war im Aus, deswegen Abstoß. Also, wenn wir die Leistung einordnen, auf keinen Fall Schatten, wie das gestern in der Auftaktpartie war. Die ganz große Glanzleistung war es auch noch nicht, lag natürlich auch an starken Kölnern. Insgesamt ist das ein respektables Ergebnis. Und ja, sind gleich gespannt, wie sich die weitere Gruppenkonstellation dann ergibt. Spielt gut verladen und da ist Reding wieder da mit dem Abpraller Hellwach. Abschlussversuch von Luis Müller und da ist vorbei. Die Müdis verlieren die Auftaktpartie gegen den 1. FC Köln mit 3:1. Ernten den verdienten Applaus in der Halle. Wir melden uns gleich mit Dortmund gegen Bayern.